Bitte schön. Schönen guten Tag, der Herr. Guten Tag. Das ist Sven Deutschmanek. Hallo. Der hat die Schlümpfe nie geguckt, der Zeichentrickserie. Hallo. So, wie darf ich den Herrn vorstellen? Leo Krüll, Leo. Mein lieber Leo, Schlümpfe. So, ich hoffe, die sind alt. Die sind etwas älter, ja, von 1984. Das ist schon ein bisschen älter, ist jetzt nicht antik, aber da lassen wir uns gleich alles in Ruhe von Sven erklären. Weil noch kann ich daran jetzt keinen großen Wert erkennen, aber das liegt an mir, nicht an dem Produkt. Sven! Ja, also ich fange mal an, wie sind überhaupt diese kleinen Überraschungseifiguren entstanden? Es gab damals einen Konditor, den Herrn Ferrero, italienischer Konditor. Ferrero kennst du, Weltkonzern mittlerweile. Der hatte 1974 die glorreiche Idee, so ein Plastikei zu nehmen, da eine Figur reinzutun und das Ganze mit Schokolade zu ummanteln. Das ist jetzt die Olympiade der Schlümpfe von 1984. Zu der Zeit waren die Sommerspiele in L.A. Es gibt ja auch Sammlerkataloge, wo man letztendlich alles nachlesen kann. Ich spreche jetzt mal hier vorne diesen Eierlaufschlumpf an. Der hat zwei Einzelteile. Das ist nämlich einmal dieser Löffel, den er hat, und wo das Ei drauf ist. Und dadurch, dass das lose Teile sind, ist halt weg. Kommen die ruckzuck weg. Ja. Und somit habe ich letztendlich den Wert wieder gemindert. Und dadurch, dass einige dieser Schlümpfe in verschiedenen Ausführungen hier recht hoch gehandelt werden, werden die Dinge auch gefälscht. Das ist ganz einfach so. Ach. Und wo hat man die meistens gefälscht? In China. Nee, in Dentallaboren. Ach, hör auf. Ja, man konnte einen wunderschönen Abdruck davon machen, dann hat man die Dinger gemacht, die haben das bearbeitet, haben die nachlackiert und schon hast du eine teure Figur erschaffen. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz was. Pass auf. Es gibt immer so einen UV-Test. Und zum Beispiel, wenn ich mit einem UV-Licht da drauf gehe, könnte man immer die Farben gucken, wie die Farben sich verhalten. Ne? So, pass mal auf, jetzt fahre ich mal hier rüber. Seht ihr das? So. Und jetzt kommen wir mal hier rüber. Bam. Oh, der leuchtet. Das heißt aber noch lange nicht, dass da eine Fälschung ist. Also, wenn ich mir die alle so betrachte, dann sehen die gut aus, weil die Farben würden sich sonst im UV-Licht ein bisschen verändern. Ne? Wenn du eine teure Figur auf den Markt bringst, dann kommen natürlich gleich immer große Zweifel auf. Mein lieber Leo, wo hast du die Dinger her? Die hat meine Frau gesammelt. Die ist leider vor 6 Jahren verstorben. Die hat aber, glaube ich, so 1982, 83 mit dem Sammeln angefangen. Und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass die alle Figuren selber ausgepackt hat. Ja. Ja. Nee, weil das ist ja auch nochmal wichtig zu wissen. Pass auf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich hierbei um Originale handelt. Den stelle ich vielleicht ein bisschen in Frage, diesen Sackhüpfschlumpf. Aber der ist bei diesem ganzen Konvolut von diesen Figuren, die wir jetzt hier haben, ist ja nicht der wertvollste. Was denkst du denn, Horst, was die jetzt aktuell so für eine Wertigkeit haben, wie sie angeboten werden? Also pass auf, wir fangen mal mit diesem Eierlaufschlumpf hier an. Was denkst du? Na, jetzt habe ich keine Ahnung von sowas, aber ich würde mal sagen, da kommt schon mal zusammen 5 Euro pro Stück. Stimmt, der liegt aktuell, wenn du ihn kriegst, im guten Zustand 650 Euro. Was? Ja, so. Was möchtest du denn haben? Wusstest du davon, dass die teilweise so wertvoll sind? Ja, ich habe auch so einen alten Katalog zu Hause, der ist zwar 10 Jahre alt. Da sind die beschrieben, so der Komplettsatz mit etwa 2000 Euro. Ich meine, mich fertig mit 2. Ja. Was möchtest du denn jetzt haben? Naja, 2000 wäre ja schön, aber... Ja, das glaube ich ja. Gut, dann lassen wir das erstmal so stehen. Kinder! Wie schätzt Sven den möglichen Erlös ein? Der Sammlerkatalog ist 10 Jahre alt und es ist wirklich so, dass die Preise sich tendenziell nach unten entwickelt haben, weil ganz viele Sammlungen auf den Markt gekommen sind. Das Interesse an diesen Ü-Ei-Figuren ist nicht mehr da. Aktuell gibt es Angebote von diesen 3 teuersten, die du mit dabei gebracht hast. Den vorhin schon angesprochenen Eierlaufschlumpf, 650 Euro. Den Stelzenschlumpf, 650 Euro. Dann bist du schon bei 1300 Euro. Und hier bei Schlumpfine, die liegt dann so bei 200 Euro knapp. Mhm. Und dann sind wir ja schon bei 1500 Euro. So wie sie jetzt angeboten werden. Das sind aber dann die Angebote, die man findet, über die Händler, die diese Figuren vertreiben. Die anderen, die bewegen sich alle teilweise im 5-Euro-Bereich. Und dann ist einer, ich glaube, der müsste, glaube ich, noch irgendwie an die 40 Euro oder sowas liegen. Ich muss hier eine recht große Preisspanne machen. Also ich sehe hier einen Wert zwischen 1.000 und 1.500. Also das kann man eventuell dafür erzielen. Ja. Also das ist vielleicht noch realistisch. Ich bin ganz ehrlich, ich denke mal 1.000 bis 1.500 Euro, dafür würde ich die Schlümpfe sofort in die Freiheit entlassen. Ich würde die, glaube ich, auch in die Freiheit entlassen. Dann sind wir beide uns einig. Ja. Dann kriegst du von mir das Händlerkärtchen. Ja. Viel Erfolg beim Händlerraum. Vielen Dank. Da geht's, Robert. Tschüss. Vielen Dank. Wäre natürlich schön, wenn ein Händler dabei wäre, der auch einen Kunden im Kopf hat, dem er das verkaufen könnte. Der würde dann auch den Preis vielleicht mitgehen.
Die Sammelfiguren sind heute weniger wert als noch vor einigen Jahren. Finden Stelzenschlumpf, Eierlaufschlumpf und Co. trotzdem einen Käufer? Guten Tag. Hallo, hallo. Willkommen. Hallo zusammen. Sie erinnern mich auf eine ganz nette Weise an meine Kindheit. Ja. Wegen der Sachen, die ich mitgebracht habe. Wegen der Sachen, die Sie mitgebracht haben. Haben Sie die auch selber gesammelt früher? Nein, meine Frau hat das exzessiv gesammelt. Und wann in den Ü-Eiern dann? Die sind alle von meiner Frau aus Ü-Eiern ausgepackt worden. Ja. Wie viele hat sie gebraucht, damit sie die 8 Figuren das vollständig waren hatte? Unmengen. Das war dann immer auch ein Problem, diese ganze Schokolade an den Mann zu bringen. Ja, ja. Ich wusste, wie man sieht, auch immer ein bisschen. Hätte ich gerne geholfen. Können Sie uns verraten, ob das Ei von dem Eierlaufschlumpf original ist? Also laut Experten, ja. Na, dann wird es so sein. Das ist die vollständige Olympiade. Das ist die vollständige Olympiade, ja. Ich würde immer 100 Euro anfangen. Ich würde 200 Euro riskieren. Ins Blaue. Es ist weit von dem, was es so laut Experten wert ist. So. Wie war denn die Expertise? Die Expertise sagte so zwischen 1.000 und 1.500. Hm. Ich sag mal 500 Euro. 520. 550. 600. 620. 650. Schon ein sehr starkes Gebot, finde ich, von Christian. Also es ist nicht schlecht. Noch nicht raus. Nee, ich bin noch nicht raus. Der ist noch nicht raus. Also ich riskiere es mit 800 Euro. Würden Sie machst dafür noch überhaupt mehr, Verkauf? Also meine Schmerzgrenze war 57 und kurz 50 drüber. Und ich würde sagen, das ist ein... Also ich sehe das Interesse oder sagen wir mal, die Verkaufschancen sehen Sie jetzt nicht so sehr. Verkaufen Sie sie mir für 800. Jut! Dann sind es 2, 4, 6, 800 Euro. Alles klar. Recht schönen Dank. Sehr stark, finde ich. 800 ist fair. Super. Gehen Sie, kommen Sie gut nach Hause. Und gehen Sie gut damit um. Ich gebe mir Mühe. Danke. Ne? Tschüss, machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Schön. Gut. Witzig. Damals, als ich auf den ersten Kinderflohmärkten war, da war immer diese da gab es damals richtige Sammler und die sind immer zu den Kindern gekommen, weil die keine Ahnung hatten und haben sie da abgenommen. Ja. Wirklich? Stimmt, ja. Ich kann natürlich die Händler verstehen, dass sie das auch weiterverkaufen müssen. Und von daher bin ich eigentlich voll auf zufrieden.